Hi Leute, wie jedes Jahr gibt es natürlich auch von mir eine Prospektvorstellung. Dieses Jahr wieder das Prospekt von Lidl durch den ganzen Prospekt-Hype und so. Da darf natürlich auch ein Prospekt von Pyromotte nicht fehlen. Ja, dann legen wir gleich mal los. Und zwar hier auf der ersten Seite gibt es das Sortiment Arena of Rockets für 19,99 Euro. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Sortiment mit teilweise sehr kräftigen Bombenraketen. Und 1 Euro pro Rakete ist dann wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Auch mit unter anderem auch mit Doppelschlagraketen. Und es für 19,99 ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis. 1 Euro circa halt pro Rakete. Das kann man sich definitiv mal gönnen. Dann geht es weiter. Ein sehr, sehr beliebtes Familiensortiment. Und zwar ist das Fire Fantasy, gibt es auch schon jahrelang bei Lidl für einen Preis von 7,77 Euro. Es sind halt Raketen mit drin, Kategorie 1 Artikel und auch Kategorie 2 Artikel. Also ist definitiv den Preis wert. Man hat halt wirklich China-Böller oder halt kleine Kategorie 1 Brummer oder auch Frösche mit dabei oder auch Leuchtfontänen oder auch sogar hier ein paar Sonnenvögel. Ist wirklich zum Testen, kann man sich das wirklich mal holen, die Batterie, das Sortiment. Es geht weiter mit der Alligator, eine sehr, sehr bekannte Batterie. Die ist schon fast von, oder eigentlich, sie gibt es von Anfang an schon bei Lidl. 3,99 Euro kostet sie und ich war ja in Duisburg auf dem Vorschießen. Man kann sie echt wieder kaufen, diese Batterie. Die Zerleger sind wieder besser geworden. Ist wirklich eine durchweg gute Batterie. Ich werde sie mir jetzt zum Beispiel nicht kaufen, da ich sie jahrelang immer gekauft habe. Und ja, irgendwann wird es halt langweilig und man muss halt mal was anderes ausprobieren. Also 15 Schuss mit schönen Zerlegern. 3,99 Euro ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Dann geht es weiter. Und zwar haben wir hier das ganz besondere Sondere Leuchtspektakel, 3,99 Euro, habe ich für euch letztes Jahr mal getestet an Silvester, habe ich auch schon bei YouTube hochgeladen. Ist wirklich ein super geniales Sortiment, wenn man Leuchtfeuerwerk sucht für einen günstigen Preis. 3,99 Euro und ich habe mich echt beim Film gewundert, wie viel Artikel hier drin sind und wie lange ich wirklich Spaß am Zünden hatte. Echt genial, Chrysanthemenfontäne. Chico Chico oder so eine komische Heulfontäne, zwei Vulkane, aber auch römische Lichter sind hier enthalten. Dann kommen wir schon zur nächsten Seite. Dann haben wir hier Arena of Rockets, habe ich ja bereits vorgestellt auf der ersten Seite. Dann kommen wir hier zu diesen Goldraketen. 8,99 Euro, 6 Raketen. Ist wirklich echt nicht schlecht, kann man sich holen, habe ich letztes Jahr mal getestet. Es sind 6 Raketen und 2 verschiedene Effekte, also ein Brokat, so eine Brokatweide und auch ein Krekling-Bouquet ist dabei. 8,99 Euro kann man sich definitiv mal zum Testen holen. Dann haben wir hier das allseits beliebte High-Speed-Bombs-Raketensortiment. Dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder bei mir dabei und man hat einfach für diese 9,99 Euro wirklich Top-Raketen einfach, teilweise mit wirklich nicht nur harten, sondern wirklich knüppelharten, erstaunlich harten Zerlegern, diese Raketen. Deswegen auf jeden Fall ein bis zweimal dieses Jahr landen diese Raketen wieder in meinem Einkaufskorb. Dann die nächsten Raketen, und zwar 6 Teile für 2,99 Euro. Die heißen Star Rockets. Ich weiß jetzt nicht, ob es die letztes Jahr schon gegeben hat. Jedenfalls habe ich sie auch in Duisburg gesehen bei diesem Vorschießen. Sind nicht schlecht, sind was fürs Warmschießen. Man soll halt hier nicht allzu viel erwarten. Aber ist halt doch für 50 Cent je Stück ist es halt schon, ja, ist was ein Artikel halt zum Testen mal. Dann geht es weiter. Da haben wir hier die Powerbox. Veko Powerbox 100 Schuss, 4,99 Euro. Und gibt es auch schon von Anfang an bei Lidl diesen Artikel. Ist halt ein 100 Schuss Leucht- und Kräglingkugel
Batterie und geht, glaube ich, über 50 Sekunden, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, 50 Sekunden. Wer es etwas schneller möchte, der zündet einfach die Hauptanzündung und die Reserveanzündung gleichzeitig an oder läuft sie halt in nur 25 Sekunden. Das geht natürlich auch. Also ja, ist ja wirklich ein Tipp. Für 4,99 Euro macht man wirklich nichts verkehrt und kann man sich richtig schön warm ballern. Dann hier das nächste Sortiment, Raketensortiment. World of Champion ist ein Familiensortiment, etwas hochwertiger. Hier haben wir auch die Raketen drin von diesem Highspeed Bombs Sortiment und glaube ich auch Doppelschlagraketen, etwas teurer als 16,99 €. Hier haben wir zwei schöne Fontänen, Leuchtkugelbatterien, Vulkane sind auch dabei und natürlich auch wieder China-Böller. Dann kommen wir schon zur nächsten Seite. Hier haben wir das Jewels oder Jewels of Sky, auf jeden Fall Juwelen des Himmels, 17,99 €, hatte ich letztes Jahr schon mal getestet oder vor 2 Jahren. Ist wirklich richtig schön, vor allem hier sind hier 2 bis 3 Feuertopfbatterien dabei, was mir wirklich richtig, richtig gut gefällt, auch Leuchtkugelbatterien, ist 17,99 €, 8 Teile, hat man wirklich hochwertiges Leuchtfeuerwerk. Dann kommen wir hier zu einem Verbund Titania, 118 Schuss, ein Verbundfeuerwerk, also 4 Batterien, glaube ich, 3 oder 4 Batterien in diesem Verbund. Ja, habe ich beim Vorschießen auch gesehen, kann man sich mal kaufen, aber ich finde es jetzt nicht allzu gut, ist halt Geschmackssache wie bei jedem Artikel. Dann kommen wir hier zu dem Perfect Illusion, auch ein Verbund, 208 Schuss für 24,99 €. Wer auf Verbundfeuerwerk steht, kann hier auch gerne zugreifen. Dann haben wir hier ein Verbundfeuerwerk, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat beim Vorschießen in Duisburg. 102 Schuss, da kriegt man hier für 49,99 €. Das sind hier 3 500 Gramm Batterien. Bis zu 1,236 Gramm NEM insgesamt. Ghost Catchers heißt dieser Artikel. Das kann ich wirklich empfehlen. Hat mir auf dem Vorschießen auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Dann kommen wir zur nächsten Seite. Oh, und was sehe ich hier? Die Black Ice. Einer meiner Lieblingsartikel bei Lidl. 16,99 €, 47 Schuss. Ist wirklich ein echter Klassiker, diese Batterie. Das Besondere halt daran, sie schießt normal und auch in Fächerform. Und als Abschluss gibt es halt noch schöne Pfeifaufstiege mit Crackling-Bouquet. Das ist halt so charakteristisch an dieser Batterie. 47 Schuss, 16,99 €, auch mit lautem Zerlegerknall wieder. Eine Top-Batterie, die ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Dann geht es hier weiter. Die Shock Attack habe ich letztes Jahr auch getestet, 19,99 €. Die ist wirklich sehr, sehr schön, sehr dunkles Gold teilweise dabei, aber auch richtig gute, knackige Zerleger. Ist auch eine Empfehlung von mir. Dann die Hellboy, 4,44 €, also wer auf Crackling steht und ist halt auch eine Batterie mit Zerleger, also wer auf Crackling steht, kann hier gerne zugreifen, da macht man für diesen Preis wirklich nichts falsch, auch in Pyromold-Bauweise hergestellt. Was das ist, habe ich ja schon mal erklärt. Ja, dann kommen wir zur nächsten Batterie. Das ist die Unforgettable. Werde ich mir dieses Jahr 2-mal in Einkaufskorb packen. Auf jeden Fall. Weil beim Vorschießen war die sowas von gut. Ohne Mist. Richtig harte Zerleger, schöne Bouquets, auch gefächert. Alles Mögliche dabei. Ist nicht ganz günstig, lohnt sich aber definitiv. Was schreibt hier? Weco XXL Multi-Effekt Power Fächerbatterie Unforgettable. Ist wirklich ein Kauftipp von mir. Dann geht es hier weiter mit dem Highlander. Eine XXL Palmster Fächerbatterie Highlander 22,99 €, 53 Schuss. Ja, hat mir jetzt beim Vorschießen nicht so gefallen, aber ist halt immer Geschmackssache. Dann wieder ein Tipp von mir. Absolute Kaufempfehlung, die Weco Beastmaster, 12,99 €. Ja, eine Double-Effekt-Batterie Beastmaster hat. Das Besondere ist halt,
Ein Schuss, zwei Effekte heißt, nach dem ersten Schuss kommt halt ein Crackling-Feuertopf, ein großer, und dann im Anschluss aus dieser Bombette halt auch ein großes Popping Flowers oder Crackling-Bouquet. Ist halt wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, auch einzeln vor allem geschossen. Landet auch einmal in meinem Einkaufskorb. Dann die Firefighter, ja, gibt es auch schon jahrelang, 8,99 €. Ja, ist halt Standardware und ja. Gehen wir zur nächsten Seite. Dann haben wir hier wieder Verbundfeuerwerk. Wollen wir jetzt mal etwas schneller machen. Batterie Stardust, 131 Schuss, 1999. Hat mir beim Vorschießen auch gut gefallen, muss ich sagen. Für den Preis bekommt man ein gutes, schön und schönes Verbundfeuerwerk. Dann die Happy Sky, gibt es auch schon. Gefühlte Ewigkeit bei Lidl. Eine Kometen Power Batterie, 72 Schuss, 6,90 €. Ist halt wieder mit Leuchtkugeln und Crackling-Kometen, aber auch mit Zerlegerbouquets. Dann die Galaxis. Habe ich auch letztes Jahr getestet, war ich jetzt nicht ganz so begeistert von. Aber viele schwören halt drauf. Ja, bei mir waren halt nicht alle Bouquets halt kreisrund. Und ich mag halt nicht, wenn das Bouquet halt nur so halb aussieht. Entweder nach oben oder zur Seite oder nach unten halt weggeht. Sieht halt irgendwie komisch aus. Ja, ist halt Geschmackssache, ist aber trotzdem eine sehr, sehr gute Batterie, die ich euch empfehlen kann. Dann hier haben wir die Weco Elysium, eine Feuertopfbatterie. Wirklich sehr, sehr schön. Feuertopfbatterien gibt es eigentlich meiner Meinung nach viel zu wenig. Und ja, für diesen Preis bekommt man eine wunderschöne kleine Feuertopfbatterie. Die Discovery, ein ähnliches Stück, nur nicht mit Feuertöpfen, doch auch mit Feuertöpfen und halt Zerlegerbouquet. Für den Preis macht man wirklich echt nichts falsch. Kann man durchaus die beiden Sachen mal testen. Dann die Spotlight, ein weiterer Verbund. 152 Schuss für 17,99 €. Ist auch ein schönes Teil, was mir sehr, sehr gefallen hat bei dem Vorschießen. Und ja, ist halt wie immer Geschmackssache. Aber wer auf Verbundfeuerwerk steht, kann da auch gerne zugreifen. Jetzt haben wir wieder Casino Royale. Okay, das würde ich jetzt halt nicht kaufen. Ist mir halt, geht 2 Minuten, diese Batterie. Ist halt ziemlich langweilig, obwohl mit harten Zerlegern. Aber ja, muss man nicht haben. Dann hier wieder ein Must-Have, ein absolutes Must-Have, die Painted Sky von Weco, 50 Schuss mit harten Zerlegern, 15,90 €, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ja, die Uranus, ja, beim Vorschießen, ne, haben wir kleine Witze gemacht, oder jemand, ja, Uranus, ja, fand ich irgendwie auch ziemlich witzig. Auf jeden Fall die Uranus, 83 Schuss, 6,99 €. Ist halt eine kleine Batterie zum Warmschießen mit Kometen und auch wieder ein paar Bouquets mit Knall. Dann haben wir hier, das werde ich mir auf jeden Fall dieses Jahr mal kaufen, obwohl auch schon jahrelang bei Lidl, das Set Bombette. Das sind halt Fontänen und vor allem Batterien dabei. Und das werde ich dieses Jahr mal für euch testen. 29,99 € kann man definitiv kaufen. Dann hier Megafontänenbatterie Oceans of Lights. Das ist diese, 5,90 €. Das ist halt was, wenn man auf Leuchtfeuerwerk steht, möglichst langes Leuchtfeuerwerk. Geht auch, glaube ich, fast 2 Minuten. Ja, genau, Effekthöhe 2 Meter, Brenndauer 2 Minuten. Dann, was haben wir hier? Ja, die Laserbatterie ist ja eine bekannte Smarty-Batterie mit diesen schönen aufploppenden dicken Leuchtkugeln. Jetzt beim Vorschießen war es jetzt nicht so gut, aber ich nehme sie mir trotzdem ein bis zweimal mit. Ist wirklich eine tolle Empfehlung. Auch eine Empfehlung ist diese Yin und Yang. Das ist eine Fontäne und zusätzlich mit Feuertöpfen. Also es kommen hier zweimal riesige Crackling-Feuertöpfe vor, je Batterie, die 10 Meter hoch gehen. Ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und erwartet man halt nicht. 3,99 € ist auch guter Preis pro Stück. Meine Lieblingsvulkane, Vulkane von Bugano und Weco importiert. 6 Meter Effekthöhe, 50 Sekunden Brenndauer, wirklich sehr, sehr schöne Fontäne. Dieses Jahr gelabelt, dass der Silbervulkan mit pinken Sternen als Einhornpups ist halt wirklich sehr, sehr interessant.
Und ja, ist auf jeden Fall ein Kauf wert. 8,99 €. Bei der NEM 250 Gramm und bis zu 6 Meter Effekthöhe. So, dann kommen wir schon zur nächsten Seite. Ja, hier gibt es halt noch Kleinkram, Tischfeuerwerk, Jugendfeuerwerk, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, Riesenwunderkerzen. Hier haben wir noch was Interessantes und zwar ist das die Lord of Whistle auch bekannt, eine sehr, sehr schöne 5-Batterie, 300 Schuss, 8,99 € kann man sich definitiv mal gönnen. Auch die Flashbangs, sehr interessant, fand ich auch im Vorschießen, waren wieder oder sind definitiv gut. Diese Bombenrohre kann man sich auch mal gönnen. Für 10 Stück 2,90 € ist wirklich ein Knallerpreis. Das Leucht- und Knallsortiment Feuerfeger. Auch nicht schlecht, wer auf Leuchtfeuerwerk steht. Ein bisschen rumzündeln, nicht schlecht. 6,99 €. Dann haben wir hier noch das Kracher Inferno. Da war ich letztes Jahr beim Test sehr, sehr begeistert. Ich hatte richtig alte, schöne, harte Böller dabei. Die haben ordentlich gerumst, sage ich euch. 2,90 € packe ich auf jeden Fall dieses Jahr auch einmal in meinem Waren Einkaufskorb. Dann die kubischen Kanonenschläge. Ja, gut, wollte ich eigentlich dieses Jahr nicht kaufen, aber werden wahrscheinlich doch mal wieder zwei Stück gekauft. Einfach um sie mal zu testen. Letztes Jahr waren sie ehrlich gesagt ja ziemlich mies, aber egal. So, Neuheiten. Dann haben wir hier einmal die Dr. Jekyll. Und die Mr. Hyde, zwei Pyromol-Batterien und vor allem Neuheiten, die es dieses Jahr bei Lidl gibt. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich werde mir die Mr. Hyde, werde ich mir einmal gönnen. Ist wirklich eine tolle Batterie, die mir beim Vorschießen unglaublich gut gefallen hat. Mr. Hyde, grüne und rote Kometen, gefolgt von imposanten Goldglitter mit blauen Sternen, großen Crackling-Bouquets und herrlichen Blinksternen, finalisiert mit einer Salve. So, dann kommen wir hier auch schon zur Black Widow. Gott sei Dank, dieses Jahr national, also überall bei Lidl Deutschland erhältlich. Werde ich auf jeden Fall ein, zweimal zuschlagen bei dieser Batterie. Das Besondere ist halt hier, sie schießt in Salven, das heißt 6 Schuss mit einmal, kurze Pause, 6 Schuss mit einmal und so weiter. Das Ganze dann 6 Mal, bis die 36 Schuss durch sind, ist eine Goldbatterie mit Blinkern, wirklich sehr, sehr schön. Dann die King of Queens, wieder so ein komisches 2-Minuten-Monster. Ja, lasse ich die Finger von. Ist mir einfach zu langweilig, obwohl die Bouquets gut sind. Müsste einfach schneller laufen. Dann haben wir hier noch die Power-Up, auch eine, ich glaube, Weco Sunbeam heißt die richtig. Gelabelt hier als Power-Up von Lidl. Auch sehr, sehr schön. Batterie, was mir noch aufgefallen ist bei diesem Vorschießen. Ja, das Endfeuerwerk wurde halt auch mit speziell Lidl-Batterien gefeuert, da war die halt mal gut, mal nicht so gut. Aber ja, ich sag mal so, es ist halt trotzdem eine gute Batterie und entweder man hat eine gute oder halt eine verdammt gute Charge dann. Ja, ist halt immer nur schade, dass die Zerleger nicht immer überall gleich hart sind oder gleich kräftig, sag ich mal so. Dann auch eine Neuheit dieses Jahr, Titania Doppeleffekt Goldbatterie werde ich auch einmal nehmen. Vorher schön mit Feuertöpfen, 30 Schuss, 98 kann man definitiv nichts falsch machen. Dann auch der Cyborg, auch ein geiles Teil. Eine Glitter-Effekt Fächerbatterie Cyborg, 21 Schuss, 11,99 € teste ich, werde ich auch einmal testen. So, das war's fast schon. Kommen wir jetzt hier nun zur letzten Seite. Haben wir hier, wer auf Verbundfeuerwerk wieder steht. Pure Magic war richtig gut auf dem Vorschießen. Vor allem sehr eindrucksvoll war hier diese Fächerbatterie, die wirklich richtig breit gefächert und in schneller Schussfolge abfeuert. Ja, bis 1,6 Kilogramm NEM. Also ein Verbundfeuerwerk, also ein Verbund aus mehreren Einzelbatterien. Also wer auf Verbundfeuerwerk steht, kann hier auch gerne zugreifen, ist definitiv ein Kauf wert. Dann haben wir hier eine weitere Neuheit, Bombenrohrneuheit, die Sky Shots von Weco. Vier Teile, 4,99 €. Was ich ein bisschen doof finde, diese sehen irgendwie aus, bisschen wie Tortenfontänen. Ja, wenn natürlich, wenn man Frostboden hat, richtig kalt an Silvester, macht das natürlich keinen Sinn. Dann lieber irgendwie einen ordentlichen Standfuß dran und dann passt das.
aber sind recht gute Teile, kann man durchaus mal testen. Dann als letzte Batterie die 64 Schuss 899, die Wirbelbatterie Wildstorm. Ja, so wie die Powerbox, halt nur auch mit Zerlegern und ein paar anderen Effekten drin. Aber es ist halt definitiv auch mal ein Test wert und ist halt wie immer Geschmackssache. So, jetzt sind wir leider schon durch. Mal ein etwas längeres Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, lasst einfach ein Like oder einen Kommentar da. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Prospekte. Ich wollte eigentlich dieses Jahr nur eins vorstellen, aber mal sehen, vielleicht kommen noch ein paar. Vielen Dank fürs Zuschauen, eure Pyromotte.